bin gerade am Flughafen in Köln auf dem Weg nach Bologna. Und zwar fliege ich dieses Wochenende zur SAB, zu dem neuen Factory Opening, wo Enrico scheinbar ganz viele tolle News zeigt, die noch keiner kennt. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe keinen Heli dabei, denn ich soll auch fürs Rotor-Magazin einen Bericht schreiben. Und ja, habe ich weniger Stress. Ich kann mit Handgepäck fliegen und habe eine einfachere Reise und nicht diesen ganzen Mist immer mit dem Heli. Aber es werden auf jeden Fall ganz viele tolle Teampiloten da sein. Tarek Al-Sadi, Sebastiano Gabutti, Kyle Stacey, Bert Kamera. Also ich glaube, da braucht es mich gar nicht zum Fliegen. Ja, wir haben Freitag. Ich fliege jetzt nach Bologna, werde vom Sebastiano abgeholt. Dann werden wir wahrscheinlich noch einen lustigen Abend haben, die ganzen Leute kennenlernen, die jetzt schon da sind. Morgen ist ein großes Factory Opening mit Begehung. Da nehme ich euch natürlich live mit. Am Sonntag ist dann noch ein bisschen Funfly und am Montag fliege ich dann abends ganz gemütlich nach Hause. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Vlog und lasst mich wissen, was ihr denkt. Und wir sehen uns gleich. Willkommen zu Tag 2 hier in Italien. Wir haben jetzt, ja, ich würde mal sagen 9 Uhr morgens, also alles ganz gechillt. Wir waren gestern noch schön essen, haben uns hier so ein bisschen auf eigene Faust die Factory angeschaut, ein bisschen zeigen lassen. Habe jetzt schon ein gutes Bild und weiß auch schon, was Neues kommt, aber ihr erfahrt es später. So, hier, ja, wir sind jetzt hier morgens angekommen. Hier ist natürlich noch alles groß im Aufbau. Um 3 Uhr nachmittags geht es offiziell los mit diversen Präsentationen, weil es gibt mehr zu sehen als nur Heli. SAB macht ja mehr als nur Helis. Und ich bin jetzt hier gerade draußen. Hier sind schon die Bänke aufgebaut, wie ihr sehen könnt. Und hier hinten sind noch ein paar Zelte. Innen drin sind schon Produkte aufgebaut und verhüllt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann bei der Präsentation aussehen wird. Ich mache schon fleißig Fotos und ja, lasse mich später selber überraschen. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendjemandem noch ein bisschen zur Hand gehen kann. Und ja, dann sehen wir uns später. Va. Ci sente ragazzi? Mi sentite? Possiamo dirlo! Si comincia! Now we are going to cut the... what is the name in English? I don't know. Of the band. Okay. Then we go to show here all the brand of SAB. Goblin, Moses and Antarctica, the new brand that we are going to show. We will have some video and some special effect. We will show you something interesting. Okay, have some- Siamo un territorio molto dinamico. E fortunatamente appunto la crisi non ci ha molto toccato e le imprese è un'interazione importantissima, vuol dire che qui avete trovato anche persone competenti, avete trovato il know-how. Company in 1994 he was doing composites.
And he had a lot of success and a lot of luck with the company. And he ran the company for many, many years. And then in 2012, he said, but I think it was earlier, it was 2010, officially. In 2012, he brought in Enrico Bernabe to SAB. And with Enrico being a part of the team, now they were able to expand the company and do more innovation. And that's when they designed and came out with the Goblin helicopter, which at the time was very revolutionary because it had components and parts that had never been seen in a remote control helicopter. So he's very thankful that you guys are here and that you came to be part of this. And now it's time to introduce the new stuff from SAB, yes? A tale by SAB. Year zero, total destruction in the 21st century, a global war triggered by a group of cyber terrorists caused the immediate destruction of a large part of the world's population. The nuclear winter and the radioactive fallout drastically reduced the survivors, and mankind found itself on the verge of extinction. Only a few well-organized groups of people survived in the southern hemisphere, south of the 40-degree parallel.
Year 0 to 300, dark centuries. During the first three centuries, most of the planet was burned and became inhabitable. The widespread global fires generated large quantities of toxic gases that released nitrogen monoxide into the atmosphere, depleting the ozone layer. Global warming was certain and inevitable. Mankind found itself facing dark centuries, during which most of the technological advances civilization had achieved were lost. Cultural knowledge and law and order were non-existent. Even the most basic human rights were violated. Year 300 to 400, a new opportunity. As the polar ice caps started to melt, the human race found new hope. The new climatic conditions of the Antarctic continent allowed for the growth of countless of settlements. In the year 397, the city of Antarctica was proclaimed the capital of Newland and became the most important cultural, economic, and commercial center on planet Earth. Year 400 to 500, a new political system. The Antarctic continent was completely colonized by the state of Newland, which established a federation of three dependent states, or protectorates, Saanavae, Winbe, and Stockland, with their own respective capitals of Novalez, Belgrano, and New Antarctica. Thanks to its favorable geographical location, the Stockland Protectorate has such an economic growth that around the year 450, New Antarctica, its capital, became extremely important to the federal capital, Antarctica. Year 512, the revolution. History repeats itself. The desire for freedom coupled with discontent due to the high taxation imposed on the protectorates by the state of Newland led to independence movements, which resulted in a declaration of independence of the Stockland Protectorate on October 4th, 512. As tensions rised, a battle of independence was inevitable, and on June 21st, 513, the Battle of Kemp, a violent air battle between the rebel legion of New Antarctica and the elite army of Newland, took place. The arms race had begun. Year 513, the Battle of Kemp. After months of bankruptcy negotiations, the state of Newland organized a surprise attack with the purpose of destroying the military bases of Siowa, Progress, and Davis and regain control of the self-proclaimed state of Stockland. The attack was scheduled for June 21st, 513, the first day of winter, which later became famous as Dark Day. Thanks to intelligence acquired by the Secret Service of New Antarctica, the rebel legion had prepared itself ahead of the attack, and this led to the historic Sky Battle of Kemp. On June 21st, Newland forces, comprised of Robodrone Tortuga and Drake Bombers, faced the havoc multi-role fighter of the rebel brigade of Stockland. The fierce battle caused serious losses to both sides without declaring a real win. Huge investments were later made by both parties to increase their arsenal and strengthen their fleet. The war had begun. Thank you.
ein Pitbull. Pitbull. Und der Amerikaner? It's like a gum in the mouth. I'm very confused. No! And it actually does sound like that. Yeah. And German. In Italian? The Italian speak Italian! Mantiamo la mamma. Giuseppe, what do you say? The speech is over. Everything is so perfect here in Italy. Beautiful. If you speak Italian, you must say la. La puttana. La mamma mia. La. Porca troia. Allora. Sì. Sì. Hey, Giuseppe. Giuseppe Rinaldi. Here we go very fast. Because the helicopter doesn't sound very well, but we can manage it. See, in German, the R is more like subtle and more from the throat. In English, it's very like brrrr. In Italian, it's Kraken. We're not speaking about the French. Yeah, for the French would be like the but it's crack. The Kraken. But in Italian it's Kraken. And in German would be like Kraken. Kraken. That's a powerful name. Yes. Warum? Warum? Kraken. And she's recording everything. Yes. Oh, bonjour, monsieur. It's not in the mouth. It's like in between. Okay. Ready. 3, 2, 1, go. Dei gruppi di elicotteri. Una foto seria però, Okay, music.
Come on.
Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem letzten Tag in Italien. So, ihr habt schon gesehen, gestern gab es nochmal das große Funfly. War sehr witzig, bin zwar selber nicht geflogen, wurde zwar sehr oft gefragt, ob ich fliegen kann, aber ich hatte ja leider kein Heli dabei. Aber fremder Heli, fremdes Setup, fremde Funke ist für mich immer so ein bisschen bäh. Ihr kennt das vielleicht selber. Deswegen, es tut mir leid, dass ich nicht geflogen bin. Heute war ich morgens nochmal in der SAP Factory, habe nochmal ein paar kleine Interviews gedreht, die ihr jetzt dann auch gleich sehen werdet mit Stefano, weil ich ja einen Artikel für die Rotor schreibe und habe noch ein paar Infos gebraucht. Leider hatte danach keiner mehr für mich Zeit. Deswegen, bevor ich 4 Stunden am Flughafen rumhänge, oder nee, sogar 6, habe ich mir gedacht, ich fahre mal nach Bologna City rein. Habe jetzt hier schön was gegessen und gehe jetzt noch ein kleines bisschen Shopping. Und dann begebe ich mich wieder zum Airport und muss sagen, ist wirklich sehr, sehr schön hier. Ist so eine richtig typische italienische Stadt, wie man sie sich klischee-mäßig vorstellt. Also ist wirklich auf jeden Fall eine Reise wert. Wenn ihr mal hierher kommt, macht das auf jeden Fall. Ist richtig toll. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen shoppen und dann geht es zurück zum Flughafen. Und dann komme ich heute Nacht leider erst wieder in Köln an. Mache mich dann direkt ans Schneiden, damit ihr ja möglichst bald hier euren Vlog kriegt. Und dann könnt ihr hoffentlich auch bald meinen Artikel in der Rotor lesen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog gefallen und einen kleinen Eindruck gegeben über das Wochenende bei SAB. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis denn!